herzlich willkommen bei Kündigt Rammstein Airbase jetzt live aus Berlin vor dem Brandenburger Tor. Herzlich willkommen. Auf uns, auf Sie, auf euch warten heute 8 Stunden Wissensmarathon mit rund 30 Referenten aus Wissenschaft, Journalismus und zuvorderst der Friedensbewegung in Deutschland. Stopp! Rammstein! Stopp! Rammstein! Ich bin froh, hier zu sein. Unter anderem auch deshalb, weil ich seit einem Vierteljahr auf keiner Bühne mehr stand. So ging es eigentlich allen Künstlern. Und an dieser Stelle darf ich behaupten, dass ich mich irgendwie verraten fühle. Denn während wir damit beschäftigt waren, alle Theater zuzumachen, alle Künstler zu Hause zu lassen, uns alle überhaupt zu Hause zu lassen und uns mit Corona-Regeln zu befassen, wurde munter weiter Militärmaterial Richtung Russland transportiert. Am Anfang dachte ich, wie geht das, wenn Defender weitergehen kann und ich muss zu Hause bleiben? Dann hieß es, nein, Defender 20 wird jetzt auch ausgesetzt. Die fahren alle zurück. Es hat in Weißwasser einen Vorfall gegeben, da fuhr ein großer Militärtransport gegen einen Brückenpfeiler. Und als man dann fragte, wie kommt ihr überhaupt hierher, hieß es, wir fahren zurück. Man hat ihnen dann mitgeteilt, dass es die falsche Richtung war, in der Transport steht. Und also lauter so kleine Randgeschichten, die man aufspüren konnte. Aber man konnte nichts dagegen machen. Stopp! Rammstein! Stopp! Ich bekomme gerade von unserer Nachrichtenagentur hinter der Bühne die Eilmeldung, dass unsere Politiker beschlossen haben, nach der hervorragenden Leistung während der Corona-Krise in Klausur zu gehen. Wow. Auf eine einsame Insel. Bekomme gerade von hinten. Sie werden sich eine Zeit lang zurückziehen, um wieder zu neuen Kräften zu kommen. Wir wissen ja alle, dass Sie teilweise über 24 Stunden am Tag gearbeitet haben. Sie brauchen eine Ruhepause. Wen das betrifft, die Frage kommt gerade aus dem Publikum. Alle Politiker weltweit auf der ganzen Erde, nicht nur in roten Rathäusern, sondern auch in gelben, schwarzen und braunen Rathäusern. Und sie wollen ihre Berater mitnehmen. Was steht hier? Manche sagen, Lobbyisten. Ja, ja, okay. Also die Menschen, die einer begrenzten Anzahl von Milliardären fasziniert als Führer folgen. Sie fragen, ab wann das gilt? Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Andreas fragt gerade, bis wann? Nach meiner Kenntnis bis zur nächsten Krise. Und irgendeine Krise wird sich schon finden lassen. Stopp! Rammstein! Stopp! Schauen wir ganz kurz und unvollständig darauf, welche Anliegen die westlichen Herrschaftszentren hatten. Sie haben 1999 Jugoslawien bombardiert, den Waffenhandel gesteigert, nach 9-11 unzählige Kriege mit Millionen Todesopfern und zerrütteten Existenzen sowie Flüchtlingsströme zu verantworten. Sie haben Rüstungskontrollabkommen gekündigt, den ABM-Vertrag, den INF-Vertrag, das Iran-Atomabkommen und vor einigen Tagen den Open Skies-Vertrag. So viel zu deren Friedfertigkeit. Stopp! Rammstein! Stopp! Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes der Bundesregierung über die Ermordung des iranischen Generals Soleimani am 3. Januar 2020 im Irak erklärt ausdrücklich, Zitat, die Tötung Soleimanis durch einen US-Drohneneinsatz in der irakischen Hauptstadt Bagdad stelle eine Verletzung des UN-Gewaltverbots gegenüber dem Iran und auch des Iraks dar. Wenn der US-Drohnenmord von Soleimani laut wissenschaftlichen Dienst ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt, dann stellen die Tausenden von zivilen US-Drohnenopfer im Jemen, in Afghanistan, im Sudan, im Irak,
und so weiter ebenfalls eine Verletzung des UN-Gewaltverbotes dar. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Wir haben 35.000 US-amerikanische Soldaten auf deutschem Boden. Warum? Aber eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn es keine Friedensbewegung mehr gibt, dann gibt es auch keine Hoffnung mehr auf Frieden. Und das darf man auf gar keinen Fall zulassen. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Und es kann irgendwo nicht sein, dass eine Regierung, die Milliarden und Abermilliarden für Rüstung ausgibt und Kriege unterstützt und was nicht noch alles, dass die dafür sorgt, dass wir eine gesunde Menschheit sind. Ich bitte euch, solchen Menschen kann man einfach nicht vertrauen. Das geht nicht. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Ich bin weiterhin hier, weil ich mich engagiert habe gegen das Militärmanöver Defender 2020. Es war wiederum ein bisschen Wut. Ein Wut darauf, dass man seit Jahrzehnten eine Russophobie schürt in diesem Land. Ein Hass gegen ein Land, das uns als Deutsche ja, vom Faschismus befreit hat. Das mir die Möglichkeit gegeben hat, meine Kindheit, meine Jugend in Frieden zu erleben. Und dass man ein Land wieder als Bösen hinstellt und eine Kriegshetze betreibt, die letztendlich nur in einer atomaren Katastrophe enden können. Und wenn man sieht, dass die Strategie der Falken in Washington darauf beruht, einen begrenzten atomaren und konventionellen Krieg in Europa und Asien führen zu können, dann heißt das nichts anderes, dass wir in Deutschland das atomare Schlachtfeld sind. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Dieses Zitat. Mir liegt es sehr am Herzen, dass wir alle voneinander lernen, anstatt auf mediale Desinformationen und Kriegspropaganda hereinzufallen und spalten zu lassen und ins Angriffskriege verwickelt zu werden. Dazu ist es wichtig, konstruktiv miteinander zu kommunizieren. Die schlechte Informationslage erzeugt aber in unserer Gesellschaft viel Irritation, Spaltung und Unwissenheit. Wie wird das gemacht? Wenn wir durchschauen, wie mediale Desinformation funktioniert, fallen wir selber nicht mehr darauf herein und können uns besser verständigen. Bitte schön, Angela Merkel. Was geschieht da in unseren Köpfen? Und ich meine jetzt uns alle als Gesellschaft. In unseren Köpfen läuft die Rahmenerzählung vom Krieg gegen den Terror. Wer von euch war in Afghanistan, im Jemen oder in Pakistan? Ich persönlich war dort nicht. Ich kenne die Menschen nicht persönlich. Aber wir glauben, dort sind so böse Terroristen, dass diese den Weltfrieden gefährden. Und wir glauben, dass wir sie deswegen töten dürfen. Warum? Weil es immer und immer und immer wieder in den Medien erzählt wird. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Was die soziale Frage angeht, was die Frage nach einer humanistischen, wahrhaft demokratischen und vor allen Dingen einer nach innen und außen friedlichen, gerechten Gesellschaft angeht, leben wir mittlerweile in einem albtraumhaften System. In einem System, dass jedem wahren Pazifisten, Demokraten und Antifaschisten eigentlich nur noch schlaflose Nächte bereitet. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Covid-19 ist die Situation, die auf der ganzen Welt für Ausnahmezustand sorgt, in der unglaubliche Maßnahmen möglich sind, was wir ja hier auch erleben, in der auch Überwachungsmaßnahmen eingeführt werden, in der es wirtschaftliche Verwerfungen gibt, wie wir sie seit 2008 nicht erlebt haben. Dazu komme ich aber noch im Einzelnen. Es gibt Leute, die da unglaublich viel Geld verdienen. In den letzten Monaten, also das heißt seit Mitte März bis jetzt, haben die reichsten Amerikaner 434 Milliarden dazu verdient. Und darum, es geht um die Namen. Es ist Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk und Larry Ellison, den kennen Sie vielleicht nicht, der Gründer von Oracle, Bill Gates und Warren Buffett, die beide die Vorsitzenden der Bill und Melinda Gates Foundation sind. Also das heißt, während andere Leute, wir haben 40 Millionen Arbeitslose in den USA, ein Problem haben, ist für diese Leute ist das ein großes Geschäft gewesen. Also das heißt, wenn man davon spricht, dass diese Situation ein Problem darstellt, müssen sie gucken, für wen. Stopp, Rammstein! Stopp, Rammstein! Vor wenigen Wochen gibt es jetzt eine neue Zahl, das uns trennt, weil ich spreche immer von Geld wie eine Zahl, was uns trennt. Und jetzt diese Zahlen sind erstmal 1,50 Meter, das trennt uns.
Und dann gibt es ganz viele Statistiken, Zahlen, die alle möglichen Sachen erzählen. Und die Leute streiten sich und werfen sich Zahlen an den Köpfen. Die trennen sich durch die Zahlen. Das ist ja ganz extrem. Also wenn man früher nicht verstanden hat, wenn ich gesagt habe, Zahlen trennen uns, jetzt diesmal sieht man das wirklich öffentlich, Zahlen trennen uns. Also ich sage nur, lasst euch nicht trennen und verbindet euch miteinander. Stopp, Rammstein! Wenn ich meine, dass wir einen Systemwechsel brauchen hin zu einem neuen Wirtschaftssystem, dann ist es jetzt an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie das denn aussehen soll. In den Konzernetagen hat man offensichtlich schon einen Plan. Aber dieser Plan macht wieder die Reichen reicher. Und am Ende schafft es wieder mehr Menschen in prekäre Verhältnisse. Und wir haben im Moment in diesem Umbruch uns die Frage zu stellen, wie es weitergeht. Offensichtlich hat man mit einem Crash des Wirtschaftssystems gerechnet. Denn im Oktober letzten Jahres schrieben alle großen Wirtschaftszeitungen und alle Verbände und Wirtschaftsinstitute davon, dass es eine Mega-Rezession geben wird. Diese Rezession war also erwartet worden. Und ich halte es für eine Verschwörungstheorie, wenn man denkt, dass der Kapitalismus wegen einem Virus am Ende zu Ende gehen sollte. Das ist die eigentliche Verschwörungstheorie und die höre ich mir nicht länger an, denn die ist einfach nur dumm. Stopp, es ist ein bisschen wie ein Cowboy, der wilde Pferde auf einem domestizierten Pferd einfängt mit dem Lasso und dann wiederum dieses domestizierte Pferd benutzt, um weitere Pferde zu domestizieren. So sind die Nationen, die von den USA sukzessive eingesackt wurden und die dann für die USA arbeiten, nämlich mit den eigenen Steuermitteln, mit den eigenen Menschen, mit den eigenen Soldaten für die Weltherrschaft der USA zu arbeiten. Das ist ein verdammt kostengünstiges Modell für die USA. So haben sie relativ schnell durch zwei Weltkriege sich zur einzigen Weltmacht hochgearbeitet. Stopp, Rammstein! Wir hören ja, die Atomwaffen müssen uns schützen vor Krieg. Das ist eine glatte Lüge, weil es nur dann stimmt, wenn die Atomwaffen den Angriffskrieg voraussetzen. Würden wir aber einen Weltfriedensvertrag abschließen, den nenne ich so, oder auch einen 2-in-1-Vertrag, nämlich Atomwaffen und Angriffskriege gleichermaßen abschaffen, dann wäre beides gelöst. Wir müssten nur sagen, wir belassen es nicht bei der UN-Charta, die ist schön, aber die hat ja keine Sanktionen. Wir brauchen neben so etwas wie unserem Grundgesetz, wo es ja auch ein Strafgesetzbuch gibt, brauchen wir einen Vertrag, der alle Nationen zwingt, wenn ein Land anfängt, Krieg anzuzetteln, dann wird dieses Land abgestraft durch Wirtschaftssanktionen. Diese Sanktionen treffen die USA so hart, dass sie mit Sicherheit Deutschland versuchen würden zu überreden, diesen Vertrag ebenso wenig zu unterschreiben wie den Atomverzichtsvertrag.